Hallo, heute beschäftigen wir uns mal mit Möbeln. Und zwar ist hier, wie man das so sieht, das ist so ausgefranst und die Schraube, die hier drin ist, die hält einfach nicht mehr. Die rutscht einfach raus. Was machen wir dagegen? Das Loch müsste man wieder zubekommen. Um das Loch wieder vernünftig zuzubekommen, müssen wir so eine Mischung aus Holzleim und Spänen uns erzeugen. Das können wir einerseits machen, indem wir hier, so wie ich, jetzt so ein kleines Verschlussdeckelchen schon mit kleinen Holzspänen uns besorgt haben. Das ist hier Räuchermehl. Das gibt es recht günstig. Man könnte auch in eine Sägerei fahren und sonst wo irgendwie Sägemehl holen. Oder man sägt einfach mal so eine Wäscheklammer ein bisschen kaputt, hat man auch genügend davon. Das werden wir jetzt mit Holzleim verrühren. So, dazu nehme ich halt ein kleines Stäbchen hier, am besten irgendwas zum Durchrühren. Und dann gewinne ich so eine Masse, die so ähnlich ist wie das, was in der Tür ursprünglich verbaut worden ist. So. Das kann ich jetzt hier fest drauf drücken und richtig einziehen lassen. Damit wir hinterher aber noch wissen, wo eigentlich das Loch war, werde ich mit einem Nagel mal ein Loch eindrücken, sodass ich hinterher wieder die Schraube reinschrauben kann. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch eine kleinere Schraube nehmen als die ursprüngliche und könnt die dann reinschrauben, sodass ihr die ursprüngliche Gewinde Positionen immer wieder habt. Das muss jetzt aushärten, ein, zwei Stunden, und dann kann man wieder neu die Schrauben reinsetzen und die halten auch wieder. So, das ist das zweite Loch, was ich jetzt repariert habe. Und wenn ihr das gleich glatt haben wollt, ohne das nachzubearbeiten, dann geht einfach mit dem Taschenmesser nochmal drüber und ihr habt gleich eine glatte Oberfläche. So, das ist jetzt alles ausgehärtet und wir können die Schraube nachher wieder richtig schön fest reindrehen, ohne dass sie rausfällt. Also ein sehr gutes, probates Mittel, um Löcher in Möbeln halt wieder so zu verschließen, dass man Schrauben wieder gut reindrehen kann, dass sie alles auch wieder festhalten.